Meine Damen und Herren, wir haben uns hier heute versammelt, um diese traurige Nachricht alle zusammen zu verkraften. Mein Rechner hat das Zeitliche gesehen, beziehungsweise ich musste leider formatieren und da komme ich auch schon zu meinen Problemen. Da ich im Moment auch keine Schneideprogramme, gar nichts habe, gar nichts, um Videos zu bearbeiten, deshalb auch hier keine Cuts drin, möchte ich mich möglichst kurz fassen. Also, ich musste meinen Rechner formatieren, weil gar nichts mehr ging. Und ich komme jetzt auch direkt zu meinem Problem. Und zwar habe ich einmal, wie gesagt, alles formatieren müssen. Da gingen meine Thumbnails weg, meine Bearbeitungsprogramm von Sound bis alles drum und dran. Auch OBS musste ich alles neu einstellen. Aber auch meine Spielstände, also auch Steam. Ich konnte nichts auf der Cloud speichern, weil gar nichts mehr auf meinen Rechner ging. Ja, da komme ich schon zum nächsten. Teils war ich ja noch beim Let's Play, zum Beispiel bei Tales of Berseria, und ich habe noch ein paar Folgen. Wir waren relativ am Ende, deshalb finde ich das ein bisschen schade, aber ich bin auch gleichzeitig mega angepisst. Und zwar, das geht jetzt an alle. Ich weiß, wir sind nicht viele. Wir sind wirklich nicht viele. Aber wenn ich sehe, dass es im Verhältnis zu den Abonnenten, dann würde ich es nochmal neu machen. Ich habe, wie gesagt, jetzt ein paar Folgen noch auf eine externe Festplatte, die ich hochladen kann. Aber da meine ganzen Spielstände, meine ganzen Spiele auf Steam jetzt auch natürlich durch das Formatieren gelöscht sind und ich keine Spielstände speichern konnte, ich würde ganz gerne, weil ich auch ein bisschen angepisst bin, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich ganz gerne, ja, nicht mehr weitermachen. Denn ich müsste komplett, wir waren fast am Ende, würde ich mal behaupten, ich müsste komplett das Spiel neu anfangen, natürlich ohne euch. Dann kann man die 10 wegdrücken, man kennt alles. Aber ich denke, ich müsste dann wieder auf mein Level kommen. Das heißt, ich müsste auch wieder ein bisschen trainieren. Also 30 Stunden wird es bestimmt wieder dauern. Oder sagen wir 25 Stunden. So hat das Let's Play ja wesentlich länger gedauert, weil wir uns alle Dialoge angehört hatten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust drauf. Dennoch, wenn ich jetzt sehe, es haben wirklich ein paar Tales of Berseria verfolgt, darum finde ich das schade. Wenn ihr unbedingt Tales of Berseria sehen wollt, dann spiele ich natürlich wieder im Hintergrund Tales of Berseria und spiele bis zu dem Punkt, wo wir waren, was natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe noch ein paar Folgen. Könnt ihr nicht sagen, wann dann die nächste, neueste Folge kommen wird. Jetzt habe ich ungefähr noch 9, 11 Folgen, denke ich. Aber das würde dann so oder so ein bisschen dauern, bis dann neue Folgen kommen. Also, das dann auf jeden Fall bitte in die Kommentare schreiben. Wenn es halt, ich weiß, dass nicht viele sind bei 170 Abonnenten. Aber ich nehme das dann im Verhältnis. Also, wenn nur ein paar schreiben und das unbedingt möchten, dann mache ich das. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich keine Lust drauf, weil es sind am 25, 30 Stunden wieder, wo ich auch andere Spiele aufnehmen könnte. Da kommen wir aber jetzt zum nächsten Problem. Da ich alles formatieren musste, habe ich, wie gesagt, keine Programme mehr. Und ich muss mir erstmal alles wieder neu holen. Das dauert dann auch etwas. Ich weiß nicht, bestimmt, weil ich auch im Moment viel zu tun habe, 1, 2... vielleicht sogar auch 3 Wochen, ich weiß es nicht. Also es kann sein, dass in geraumer Zeit keine Videos kommen. Ich könnte jetzt noch die externen Videos, die ich auf der Festplatte habe, hochladen, aber da wären keine Thumbnails dabei. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht das Schlimmste. Ja, ich wollte das eigentlich nur mitteilen. Es ging nicht mehr anders. Ich konnte nichts mehr am Rechner machen. Es war einfach mies. Und jetzt muss ich auch erstmal wieder alles neu einstellen. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst. Für die Leute, die mir noch zuschauen, erstmal Dankeschön, vielen Dank. Dennoch, wie gesagt, es kann jetzt erstmal einige Zeit dauern, bis was Neues kommt. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare wegen Tales of Berseria. Das würde mich interessieren, weil sonst
werde ich es eigentlich nicht machen. Muss ich ganz ehrlich sein. Muss ich ganz ehrlich sein. Wenn ihr es denn wünscht, mache ich's. Ansonsten, wie gesagt, The Last of Us, keine Sorge, da kommt noch alles. Da habe ich eh immer nur in längeren Abschnitten nur was hochgeladen, aber das ist komplett fertig und zum Glück auch auf eine externe Festplatte aufgenommen. Ja, und dann hoffe ich, dass ich das hier bald alles wieder gefixt bekomme und dann sehen wir uns hoffentlich in alter Frische wieder. Also, macht's gut, meine Freunde, bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.